Hallo und herzlich willkommen, diesmal ohne Verhaspler hoffentlich in der Anmoderation. Eine weitere Folge Sprechstunde, das ist der Mike, das ist die Vio, das ist der Kevin, ich bin der Cookie und wir reden heute über vielleicht Kevins Lieblingsthema und zwar Musik. Nicht schlecht. Spontaner Szenenapplaus. Not bad. Schickes Thema. Cookie, ich bin Cookie ganz stolz. Cookie ab jetzt ins ZDF. Ganz stolz. Und der Sepp rastet gerade zu Hause aus. Ihr sprecht über Musik und ich bin nicht dabei. Ja. So Musik nach dem Motto, was hört ihr oder? Sag ich jetzt. Sag ich jetzt. Achso, ja. Also, ja. Wir laufen hier. Wir laufen. Ja, natürlich. Okay, also. Das war's einfach direkt. Musik. Was hören wir für Musik? Wann hören wir Musik? Wie bewusst hören wir Musik? Welche Konzerte fanden wir geil und welche Musik haben wir kennengelernt? Welche Musik haben wir kennengelernt? Können wir euch die Story wohl schon ein kleines Thema? Ja, ich weiß, dass Kevin immer Musik hört, beispielsweise. Kevin ist aber auch so ein Musik-Nazi, weißt du? Ich hör. Guck mal, wie er sich hier schon ich würde sogar fast in Statur wird, damit er gleich seine ultimative Meinung kundtun kann. Ich wette, alle anderen sind falsch. Ich call jetzt einfach mal, dass ich genauso viel Musik höre wie Kevin. Aber viel, viel verschiedenere. Also viel mehr. Viel verschiedenere und vor allem bin ich kein Nazi, so wie du. Moment mal, stopp. Musik-Nazi. Das kann ich so nicht stehen lassen. Ich wollte direkt mal ein bisschen polarisieren. Aber tust du jede fucking Folge, Cookie. Das stimmt nicht. Ich höre, nein. Wenn du mich so, schon so direkt ansprichst, dann werde ich auch mal direkt anfangen. Ach. Nein. Wer hätte das denn gedacht bei dem okay, Thema, dass ich Kevin anfängt? Ich hole auch mal einen Akku. Kevin hat gesagt, pass auf, ja. Schon oft gesagt, Musik ist ihm wichtig, er spielt in der Band und so. Und das haben wir schon oft angesprochen. Ja. Jetzt kannst du endlich mal alles auspacken. Ich höre Metal eigentlich fast nur. Ich habe in letzter Zeit fest, also klar, ich sagen wir mal so, ich habe angefangen sehr früh und habe pur gehört als Kind. Wirklich, als ich glaube mit 4 oder 5 oder so. Oh Leute, das ist doch scheißegal. Das gibt schon mal minus 10 Credits. Irgendwann stand mein Vater im Wohnzimmer, da werde ich mich doch dran erinnern, als wäre es gestern, und sagt, guck mal Kevin, nicht pur, das hat er so gesagt, ich will es nicht vergessen. Guck mal Kevin, nicht pur, das hier ist richtige Musik. Und macht eine Platte rein, play, und in dem Moment war das für mich völlig unzuordnbar, was da kommt. Und das war völliger Lärm, aber ich fand es total geil, weil mein Vater mir es empfohlen hat. Das fand ich irgendwie total geil. Ja, das war das Live-Album von den Toten Hosen, unterwegs im Auftrag des Herrn. Die Live-Tour zum Opium fürs Volk, was in meinen Augen, und ich sag's jetzt so, wie es ist, du hast gesagt, hier darf man polarisieren, das beste deutschsprachige Rock-Punk-Rock-Album ist, was jemals rausgekommen ist. Das ist Fakt. Punkt. Das hat mich aber geändert. Aber es gibt doch die Ärzte. Ja, die Ärzte sind auch cool. Die Ärzte braucht keine. Bei mir hat das später angefangen. Also ich musste, also ich liebe die Toten Hosen auch. Das war auch eine der ersten. Man muss die Hosen nicht lieben, aber mein Leben. Rockigeren Bands, ich gehört habe. Das war auch das erste Konzert, da war ich mit meinem Vater sogar noch. Das war aber schon hinterher Heimspiel, glaube ich, in Düsseldorf am Rhein, da dieses Ding. Da war ich auch. Wie heißt das? Da war ich LTU Arena, nicht? Genau. Du hast mich einmal mit zu den Hosen geschleppt. Das war zum Weihnachtskonzert. Geschleppt. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich wollte erst nicht, aber jetzt. Mein Vater, jetzt wo du es gerade gesagt hast, hat früher nur. Ich weiß gar nicht, was ich so. Felicita. WDR4 Musik, genau. Schlager. Das ist, nein, nicht unbedingt, obwohl ausländischer Schlager vielleicht, ne? Kann man das, keine Ahnung, das war so. Ausländischer Schlager ist auch Schlager. Sei mal nicht jetzt hier so musikrassistisch. Der hatte immer so die Sommerhits und sowas. Und da war so, also von meinem Vater habe ich absolut gar nichts irgendwie an die Hand bekommen. Die einzige Musik, die mein Vater zu Hause im Regal stehen, im CD-Regal stehen hat, was 2 CDs breit ist, ist Bonnie M. und Bonnie M. Greatest Hits. Aber bei CD ist das gleiche drauf, weil, naja. Also da muss ich sagen, da bin ich sehr von meinem Vater geprägt. Kennt ihr Heinche? Ja, natürlich, Mann, ey. Ich kannte, da kann das nur, weil mein Vater, bei allen Platten, die mein Vater hatte, waren von Heinche. Sowas, nur. Mein Vater hat einen super Musikgeschmack, hört auch viel Jazz, aber auch so Jazz zum Davonrennen, wo du wirklich nicht den Hauch einer Melodie erkennen kannst, am besten willst. Bebop und Free Jazz. Darf auch nur über Kopfhörer hören, sonst gibt es Ärger zu Hause. Nee, aber der hat halt einen riesigen CD-Schrank und natürlich auch viel Vinyl und hat, als ich Kind war und man so offen ist für sowas, auch immer coole Sachen irgendwie aufgelegt. Also klar, so Standards, was so in der Elterngeneration ist, von Joe Cocker bis Sting alles und Beatles und so, ne, diese ganzen großen Musiker der Zeit.
Aber auch, also mein Vater war zum Beispiel derjenige, der als erstes das allererste Fanta 4-Album da hatte. Geil. Mein Vater hat sich die absolute Beginner, die Bambule, geholt. Mhm. Und da bin ich dann darauf gekommen. So, ne? Ja, also das muss man sich mal reinziehen. Nice, ja. Und er ist sehr, sehr divers, sein Musikgeschmack. Aber so habe ich halt als Kind schon aus vielen Richtungen was mitgekriegt. Ich habe aber auch als... Also über mein Leben mich lange nicht festgelegt. Also klar, als, dann hast du die Bravo-Hits rauf und runter gehört und warst gar nicht wählerisch. Dann habe ich mal eine Zeit lang nur deutschen Hip-Hop gehört. So, ne? Das war so die Zeit hier, so Eims Busch Crew und Torch und Stieber Twins und den ganzen Scheiß. Das kann ich heute nicht mehr hören eigentlich. Ja, gelandet bin ich dann letztendlich über viele Umwege, aber das dann jetzt schon konstant die letzten, sagen wir mal, 15, 20 Jahre bei so typischem Surf Punk, Rock, Reggae, Soul, Funk Mix. Also ich sag mal, 90% der Musiker, die ich wirklich viel höre, kennt kein Schwein. Mhm. Weil ich mir die über irgendwelche Blogs hole, über irgendwelche Empfehlungen. Das sind halt Leute, die halt echt nur bei kleinen Labels draußen sind oder so. Und also ich glaube, jetzt the Cat Empire, das Lo ist noch so die bekannteste aller Bands. Sie ist in Australien, der Riesenhit in Deutschland. Das musste ich mir aber auch, du warst irgendwann auf dem Konzert. Ich bin jedes Jahr bei denen auf dem Konzert. Ja, ich bin der größte Cat Empire-Fan. Wenn, ja, wenn da habe ich das auf Facebook gesehen, habe ich mir das mal angehört. Pistole auf die Brust, eine Band und du hörst nichts anderes mehr, würde ich immer The Cat Empire nehmen. Aber das ist halt ganz was anderes, als Kevin hört. So. Also, ne? Und ich erinnere mich an eine Zeit mit Colin auch noch. So, weil Colin halt auch. Colin ist eher bei mir. Genau, und weil der halt, also Colin kriegt halt wirklich, dem rollen sich die Zehennägel auf bei jedem Offbeat. Ja, der braucht einen straighten Beat quasi. Da bin ich aber auch nicht. Das ist wenn du bei Colin irgendwie, wenn du da irgendwie Reggae-Musik hast laufen lassen oder sei es halt auch nur irgendwie Ska oder irgendwie sowas, dann ist der durchgetickt. So. Kann der nicht hören. So, ne? Und das ist halt das. Ich gar nicht verstehen. Also ich wippe automatisch unbewusst mit, sobald irgendwo so ein Beat läuft, ein Reggae-Beat. Ich merke das auch nicht mal. Also ich bin irgendwann härter geworden, klar, Ärzte, Hosen und so. Irgendwann, klar, dann mein Weg ging dann so über Korn, Slipknot, Metallica und dann plötzlich war ich drin. Und dann war immer mehr. Und irgendwann hörst du natürlich dann System of a Down vollkommen. Klar, das höre ich aber auch gerne. Ja, natürlich. Ich wollte es gerade sagen, jeder hat in seinem Leben irgendwann System of a Down gehört. Und auch über Limp Bizkit. Ich habe damals aktiv... Ja, das erste war geil. Chocolate Starfish war auch... Genau, ich wollte es gerade sagen, das habe ich damals, den Release davon habe ich damals noch, ich weiß noch, wie ich mitgemacht habe, ein fantastisches Album heute noch. Und irgendwann wurde das klar, habe ich angefangen, Schlagzeug zu spielen, weil ich mich dafür interessiert habe, nicht nur, wie ist die Musik für mich, sondern wie macht man Musik überhaupt. Und dann habe ich mich dafür, und irgendwann kam ich ans Schlagzeug spielen. Und als ich erlebe Musik als Musiker anders, als ich vorher zum Beispiel erlebt habe, weil ich viel mehr... Wie du anders Fernsehen guckst, wenn du Fernsehen gemacht hast. Total, ich wollte gerade sagen, ich kann mir keine Werbung angucken. Ja. Egal in welcher Form. Also es wird irgendwie nach Marketing aussah. Ich kreise auch Fehler in Restaurants. Wobei ich jetzt nicht nur so weichgespült Reggae höre. Also ich höre halt gerade auch so Punkrock. So, ich gehe jetzt hier in ein paar Tagen, ich habe ein Sum 41 Konzert. Das neue Album ist super. Alter, ist das scheiße, das Album. Nee, finde ich. Ich habe erst gedacht, ich habe aus Versehen ein Linkin Park Album gekauft. Nee. Das ist ja furchtbar, was die da machen. Ich hoffe, die spielen einfach nur alte Sachen. Die letzten drei davor fand ich viel schlimmer. Nee. So, bei mir war das so. Bevor wir jetzt in die Sum 41 wollen, sind die schon zu alt für Musik machen oder dürfen? Mike hat keine Zeit, um Musik zu hören. Ende. Sollte man meinen. Ist aber nicht so. Ich höre eigentlich auch den ganzen Tag Musik. Auf der Arbeit läuft immer entweder Spotify-Kram mit sehr ausgewählten Sachen oder mein Soundcloud-Stream, der hauptsächlich mit elektronischer Musik gefüllt ist. Jetzt aber nicht dieser Dancehall David Guetta House-Kram. EDM, alles was man als Electronical Dance so Music bezeichnet, überhaupt nicht in Deep Focus Musik. Ja, ich höre viel Fidget, also und auch viel, viel so Sachen, die tatsächlich einfach Elektro heißen, mit einem C geschrieben und nicht einfach nur elektronische Musik, sondern wirklich Elektro. Ich auch. Da bin ich aber spät zugekommen. In den letzten 2 bis 3 Jahren ist das bei mir genauso viel geworden, wie ich nach wie vor Metal höre. Ich brauche nicht unbedingt Gojira. Ja, ich höre, weil das geht nicht in jeder meiner, möchte in jeder Folge zweimal High-Five. Ja, weil Kojima ist gleich shit. Nächste Woche in meiner eigenen Folge High-Five ich mich alle 2 Minuten. Tschüss, GoPro ist tot. Ja. Jeder, der Metal hört und Gojira noch nie gehört hat, bitte. Ja, ich finde das auch sehr gut. Ich kann mir da auch ausgewählt, wenn du mir sagst, hier, hör da rein, ab Minute 2, das ist alles zu sagen. Dann mache ich das auch, dann mache ich aber alles andere aus, weil dann will ich das ganz genauso hören. Dann wirst du ja noch was zu sagen. Bei mir hat das angefangen, klar, über Pur, Robbie Williams, alles, was die Mutter gehört hat, weil Vater nur Bonnie gehört hat. wenn überhaupt, der hört, ja, ist ja kein Radio, nix. Ganz verrückt.
bin ich irgendwann zum Hip-Hop gekommen, weil ich auch getanzt habe. So, Hip-Hop getanzt. Du? Oh, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, du bist auch gut. Du bist, mach mal einen Move. Du bist eher so der Foxtrot-Tänzer. Ich kann auch Foxtrot, ich kann auch Tango tanzen. Ja, das kann ich ja auch. Tanzkurs habe ich auch gemacht. Aber ist aber lateinamerikanisch. Hip-Hop? Du? Ja. Geil. Soll ich die Welle machen? Ja, bitte. Soll die Welle sehen? Ist das auf der Kamera auf? Ach, okay, ja. Ich kann aber den Kopf gucken. Hallo? Wenn das nicht Hip-Hop ist. Das ist das Hip-Hopste, was jemals hier stattgefunden hat. Das Hip-Hopste? Ja, ich darf auch Wörter erfinden, Kevin. Nein, das ist meine. Das ist gerade nur Cookie. Das ist gerade offiziell die beste Sprechstundenfolge geworden. Okay, ja, ich habe viel Hip-Hop, keinen deutschen Hip-Hop. Das verachte ich nach wie vor. Ich finde das in Ordnung, wenn Leute das machen, wenn sie gut darin sind. Es gibt Leute, die machen das sehr, 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 sehr gut. Fanta 4 und so höre ich auch gerne. Nein, ich sind kein deutscher Hip-Hop. Das also ist eher deutscher Hip-Hop. Ich finde es ja generell fies, wenn jemand sagt, so und so Musik ist, verachte ich. Das finde ich verachte. Ja, finde ich auch schlimm, Leute. Die verachte ich auch. Wenn es eins gibt, was ich noch mehr hasse als Nazis, dann sind es die scheiß Mexikaner. So. Was ist das denn? Den wollte ich endlich mal platzieren. So. Von Hip-Hop, das war mir aber irgendwann dann zu lasch. Dann bin ich zu elektronischen Sachen rübergegangen, was damals noch nicht so breit war wie jetzt. Also war das eher Techno. Und aus Techno ist dann irgendwann Härteres geworden. Und dann Hard-Techno, Hard-Style. Und dann bin ich irgendwie bei Hardstyle hängen geblieben. Bisschen Gabbern gegangen. Und dann habe ich auch viel Gabber gehört. Und teilweise auch die selbstgebauten CDs zum Einschlafen dann gehört. Speed-Gabber muss es nicht wirklich sein, aber Gabber habe ich tatsächlich immer noch über einen Gigabyte sortiert. Immer mal schön Ordner, die Thunderdome reinlegen. Auf der, ja, deswegen das ist jetzt der so. Das ist ja Haus. Das ist ihr Haus. Dann hat mir das aber nicht gereicht und dann habe ich Creed entdeckt durch irgendwen, was dann eine ganz andere Richtung ist. Das ist ja so Hard Rock Kram. Ja, dann nimm das Hard Rock weg. So Prog Rock maximal. Ja. Und dann über die Leute dann irgendwann zu System of a Down, Linkin Park, Limp Bizkit, so die ganzen Sachen, bla 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 bla. Und dann bin ich mit Sorge Ring gefahren, weil du mich mitgenommen hast. Und da war aber eigentlich alles dann schon klar. Seit dem Zeitpunkt höre ich genauso viel Metal wie ich immer noch elektronische Musik höre, die aber nur als Untermalung und nicht bewusst. Ja. Ja, ich kann mal sagen, was bei dir funktioniert und was öfter mal vorkommt. Ich weiß, dass wir unterschiedliche Musik hören. Selbst wenn du sagst, du hörst Metal, ich höre noch ganz anders, viel mehr Facetten. Aber wenn ich dir eine Band schicke und sage, hier zum Beispiel, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, aber da erkläre ich jetzt folgendes Beispiel. Genau. Ja. Was ich eben gesagt habe mit dem Musik machen, hat für mich auch das Verstehen von Musik anders angefangen. Und deswegen suche ich mir auch im Metal viel mehr Sachen, die mich in dem, was ich höre und dem, wie ich spiele, bereichern. Wo ich glaube, dass sie mich bereichern. Und das könnte zum Beispiel, das ist für mich, genau, Tool ist das zum Beispiel, das ist Opeth, fantastisch. Das ist Gojira, das ist aber zum Beispiel auch letztens festgestellt erst, und ich liebe sie absolut, sind Katatonia, die ich oft höre. Aha. Und haben Kevin, hast du schon mal Katatonia gehört? Nee, Mann, voll der Dreck. Das, ja Cookie, das Gespräch hat so nie stattgefunden. Das hat genau so stattgefunden. So, und wenn ich zu Mike sage, Mike, pass auf, hier so und so, und ich weiß, es ist nicht hundertprozentig vielleicht das, was du anmachen würdest, aber ich sage, ich sehe darin das und das. Hör dir das mal an, weil es ist interessant, Progressive, Metal, was weiß ich. Dann hörst du es dir an und dann kommt auch eine Meinung von jemandem, der grundsätzlich auch Metal hört. Und das ist interessant. Aber dann muss ich alles andere ausmachen, weil das höre ich dann komplett. Ja, ja. Das höre ich dann viermal back to back so. Durchgehend nur noch nichts anderes, weil wenn ich Musik höre, die elektronische Kram ist beim Arbeiten, wenn ich gerade ein Video schneide, obwohl ich das auch teilweise gleichzeitig kann mache. Kann ich nicht mit Ton? Aber wenn ich halt am Rechner bin und Grafiken und so mache, dann läuft immer Musik. Mhm. So. Aber ich höre auch ganz viel Frank Sinatra und alte Sachen. Ich höre auch freiwillig viel jazzige Sachen. Jazz höre ich auch. Und ab und zu habe ich auch meine Abende, wo ich dann einfach Klassik höre. Da mache ich dann Handels Best Of an und dann muss ich mir das voll geben. Das brauche ich dann mal so als Reset wieder auf Null, weißt du? Hier elektronische Musik, muss ich nochmal drauf zurückkommen. Ich habe ja eben gesagt, ich bin durch viele Stadien gelaufen, bis ich mal so meinen Musikgeschmack gefunden habe. Mhm. Und unter dem Einfluss meines ersten Freundes das nicht, ja, auch ein bisschen so, was man so auf Instruments mitgekriegt hat, so Mayday-Soundtrack, so, aber Minimal war eine ganz intensive Zeit. Mhm. Da habe ich auch Mini-Displayer gehabt und auf Mini-Disc kannst du dir dann ja alles Mögliche zusammenstellen und so. Ich bin da auch auf sowas wie Funkstörungen und Autechre und FX-Twin und den ganzen Kram so richtig, also ich habe heute noch Sachen da. Da denkst du echt, da dreht einer die ganze Zeit nur so an so Sinuskurven irgendwie rum. Ist es ja auch da. Und das fand ich eine ganze Zeit lang richtig, richtig geil. Björk auch in der Zeit viel gehört, also so total abgefahren. Das war aber auch die Zeit, da sind wir wieder bei der Zeitmanagement-Folge von neulich. Da habe ich studiert, da habe ich viel gefeiert,
da habe ich viel rumgehangen. So. Da hast du dann auch Zeit, dir irgendwie so Musik zum Träumen irgendwie zu Gemüte zu führen. Also, aber das ist auch teilweise was gewesen, was ich mir heute nicht mehr reinziehen kann. Irgendwie. Meine erste Musikerfahrung da generell mit Musik hören hat mit Get the Clip auf Viva, glaube ich, angefangen. Da habe ich wirklich diesen ganzen Pop-Scheiß habe ich mir da reingepfiffen. Oh ja, MTV Europe, also nicht MTV Deutschland. So Complicated von Avril Lavigne fand ich ganz toll. Avril Lavigne? Avril Lavigne. Keine Ahnung. Ariel. Und dann kamen die ersten Sido-Tracks und ich habe schon mal drüber geredet. Lustig, über die sprechen wir nach. Dann kamen die ersten Sido-Tracks und dann ist schon so ein. Ja. Wieso ist Tracks blöd? Es ist alles gut. But Tracks der erste und dann hast du angefangen zu rappen. Ja, genau. Dann habe ich eine ganz. Oh, warum habe ich das nicht erzählt? Ganz schlimme, schlimme fiese Phase habe ich. Haben wir dafür noch Zeit? Und dann hatte ich einen Kumpel mit Toten Hosen, die Ärzte. System of a Down, Linkin Park, Sum 41, alles. Und dann ging das auch so rüber ins Metal. Und mittlerweile hat sich das aber ein bisschen... Ich liebe Offbeat-Musik, liebe Reggae. Das sind so die meisten Festivals, die ich besucht habe, waren so Reggae-Ska bisher. Ich gehe unglaublich gerne auf Metal-Konzerte, aber da eher ausgewählt, weil ich nicht so diese wide range an Musik habe, die ich höre, so wie du jetzt bei Rock am Ring zumindest beispielsweise findest oder bei Wacken. Da kenne ich mich einfach nicht gut genug aus. Und ich höre immer noch relativ viel deutschen Hip-Hop, nicht mehr diesen Agro-Kram-Kollege. Okay, Kollege. Manchmal höre ich mir Kollege an. Aber so Underground-Rap aus Berlin, die dann halt so diepe Texte schreiben und so, die halt echt cool sind. Und die kennt wahrscheinlich auch niemand. Jetzt kommt was Überraschendes. Es gibt tatsächlich Rap, Hip-Hop, ich weiß nicht, wie man es nennt, den ich gut finde. Mhm. Einen einzigen Künstler. Dende, Mann. Einen einzigen. Nö, Dende ist sympathisch, aber ich würde mir seine Musik nicht anhören. Jan Böhmermann. Jan Böhmermann ist kein Rapper. Na! Einen einzigen. Ihr habt jetzt zweimal... Sowieso. Nein. War das also richtig Hip-Hop, richtig rappen. Ist ein der Deutsch. Deutsch, der das zumindest kann. Okay, ich löse es auf, weil der Spannungsbogen ist schon jetzt kaputt. ich mag Casper tatsächlich und... Ja. Das ist kein richtiger Underground-Reporter. Was soll das? Ich sehe schon die Kommentare. Ich sehe, wie du schreibst. Das war, würde ich jetzt aber nicht als Rapper bezeichnen. Der hat aber Songs, wo der definitiv rappt. Der war früher auf dem gleichen Label wie Kollege und hatte nur Rap-Tracks. Okay, dann sag ich erst richtig durch die Decke gegangen ist, der erst mit seinem Melancholie... Darum geht's überhaupt nicht. Ich wollte sagen, nein. Ach, Crow, Dreckscheiß. Ich wollte sagen... Das ist schon etwas, was komplett aus der Musik ausbricht, die ich normalerweise höre. Und ich habe mich mit Casper immer beschäftigt, weil ich gemerkt habe, dass ich interessant finde, was er in seinen Texten sagt und wie das umgesetzt ist. Ich mag das Melancholische. Irgendwas zieht mich daran an. Und das ist der deutsche Hip-Hop, den ich höre. Hauptsächlich und deswegen ist das, was ich für mich festgestellt habe, dass ich Casper mit den letzten zwei Alben, ich weiß nicht mal, wie die heißen. Ich hab mir beide angehört. Ich könnte euch jetzt nicht sagen, wie der eine Song heißt. Ist aber egal. Gefällt mir gut, weil ich finde die Texte gut, ich finde die Stimmung gut. Ich mag seine Klangfarbe in der Stimmung, die was anderes ist als diese ganzen... Die einfach furchtbar schnell auf die Nerven. Das kann ich total verstehen, aber... Das kommt, wenn du vorher eine Death Metal Band gegrowt hast. Klingt wie bei Banjo Kazooie in der Nachvertonung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht wahnsinnig intolerant anderen Musikrichtungen gegenüber. Ich höre sie dann halt einfach nur nicht, was... mich halt einfach anfixt, auch bei Musik, die vielleicht nicht unbedingt so meinen Geschmack trifft, wo ich dann aber wirklich anerkennend nicke, ist, wenn man merkt, da sind Leute, die bedienen ein Instrument, die machen sich da Gedanken dazu und was ich wirklich in den letzten, naja, sagen wir 7 bis 10 Jahren in eine ganz schlimme Entwicklung finde, auch gerade das, was so Mainstream-Charts ist, ist halt wirklich, du hast Strophe, Refrain, Bridge, Strophe, Refrain, Outro und über alles liegt ein Vocoder. Du hast ja heute auch gerade auch das, was aus den USA kommt, da ist ja alles von Rihanna bis keine Ahnung was, die haben alle einen Vocoder drüber. Und irgendwann ist das mal schick geworden und es klingt einfach scheiße. Und ich habe neulich noch einen Artikel drüber gelesen, dass auch viele Musikkritiker sagen, dass dieses Jahrzehnt gerade das langweiligste ist, was die Musik zu bieten hat. Das ist einfach... Das sind auch keine echten Menschen, das sind alles nur noch Marketing. Nein, aber ich höre auch schon seit geraumer Zeit einfach überhaupt kein Radio mehr, weil das einfach alles eine weichgespülte Scheiße ist. Ja. Du findest eigentlich nur noch wirklich, in dem Sinne anspruchsvolle Musik,
die, wo dann halt auch mal was Unerwartetes passiert, wo der Sänger auch mal was Unerwartetes macht, wo der vielleicht mal gegen die Melodie geht, ne? Wo da halt nochmal sowas wie ein Solo von einem beliebigen Instrument mit drin ist. So, ne? Findest du im Mainstream nicht mehr. Ja, findest du nur bei weniger. Das kennen auch nur die Leute, kennen auch nur noch die Leute, die sich wirklich mit Musik beschäftigen. Ja. Also wenn du wirklich einfach nur so Radio hörst und so, ja, hier Cluedo, bla bla oder so. Cluedo heißt der Mann. Cluedo, der Sound. Aber das ist doch das gleiche Prinzip wie beim Fernsehen. Wenn du dumm bist, guckst du weiter dumme Sachen vielleicht. So, aber dann hast du nichts davon. Nee, nach guter Musik musst du wirklich lange suchen. Wenn du weißt, was du, wenn du einen gewissen Anspruch hast und weißt, ich möchte das als gute Musik hören, dann weichst du dem Radio zum Beispiel aus und deswegen finde ich suchst das auch dir dann selbst. Deswegen ist mein Stream, mein Soundcloud-Stream ist voll mit, würde ich jetzt sagen, elektronischen Indie-Leuten, die ihr Label haben mit ein paar tausend Klicks oder was und davon bin 100 ich im Jahr oder so, weißt du? Und das ist dann halt nicht irgendwie Avicii bis David Guetta, sondern das sind dann halt Leute und kleine Radiostationen, die ihre individuellen Dinge machen und sonntagsabends dann irgendwie 2 Stunden live dreht da irgendeiner seine, oh, ich habe hier meine alten Jazzplatten gefunden und hier habe ich noch ein bisschen Minimal, jetzt lege ich mal 2 Stunden auf, das höre ich mir gerne an, weil das ist handgemacht, die meinen das ehrlich. Und die haben eine gute Zeit dabei. Und ja, dann, aber ich habe so ein bisschen ist das Gefühl, was wertig. Deswegen finde ich das auch total wichtig. Sich nicht mehr anzuecken. Ne? Es wird alles so mit abgerundeten so Kanten glatt. Gemacht. So, ja, aber das, deswegen finde ich das auch total wichtig, dass man Mainstream und Popmusik. Deswegen finde ich das auch wichtig, dass man, also ich finde das auch total gut, dass meine Freunde, viele von denen sich auch wirklich mit ihrer Musik beschäftigen. Das ist nicht unbedingt das, was ich mag, aber von denen kommt dann immer mal was man jetzt nicht sonst irgendwie irgendwo liest, irgendwo hört oder aus dem Radio oder sonst irgendwas. Dann sagen, ey, guck mal hier, finde ich total geil. Ich weiß, du hörst das nicht so gerne. Aber guck mal, und dann ist da immer mal wieder was bei, und das ist aus einem Genre, was ich sonst überhaupt nicht höre. Mich total überrascht, dass ich das gut finde. Und deswegen finde ich das, ich freue mich auch immer da, wenn irgendwelche Leute auf Twitter, die man wegen anderem Stuff mag, also die Musik mal posten, was die so für Musik hören. Ich finde das immer total spannend, weil so kommt man. Ich finde, das ist das totale K.O.-Kriterium, wenn du jemanden neu kennenlernst und es kommt auf die Musik und jemand sagt, ach, ich höre so das, was im Radio läuft oder ich höre Charts. Das ist ein K.O.-Kriterium. Da guckst du auf RTL 2, ne? Da weißt du einfach, okay, du bist vielleicht ganz nett, vielleicht kommen wir so ganz gut klar. Aber du wirst nie einer meiner engsten Freunde sein. Nie. Einfach vorbei. Ich liebe bei Musik auch genau das, was ich auch bei grundsätzlich viel mag, was hobbymäßig auch betrieben werden kann, wenn sich jemand so völlig irrational, emotional da reinsteigern kann. Nee, wirklich, ich liebe das. Ich weiß, dass ich das selber tue. Und ich weiß auch, dass das nerven kann, aber wenn jemand anders das kann und wenn ich merke, dass das jemand anders kann, weil der so richtig Bock darauf hat und wenn das Musik ist, dann kann das auch von mir aus sonst was für eine Musik sein. Wenn das für den so okay ist, dann finde ich das total geil. Wenn Leute da hingehen und schon genau das, was du gerade sagst, mit so einer Gleichgültigkeit, nur das, was halt gerade bei 1 Live läuft, da denke ich, ey, Entschuldigung, aber was bist du hier für ein Depp? Ja, vor allem frage ich mich, was machen die denn? Ich meine, es ist denen egal, was ich am mache, selbst wenn ich... Lesen die vielleicht bessere Bücher oder so. Ja, oder wenn ich höre sogar Musik, wenn ich im TS sitze. Das ist so leise im Hintergrund wenigstens. Ja? Das ist dann nichts, was ich jetzt gerade neu entdecke oder so, aber keine Ahnung. Bei allem, was ich mache, auch wenn ich gerade eigentlich mich auf was anderes konzentrieren möchte, irgendwie läuft immer irgendwo bei mir zu Hause Musik, immer. Ja. Ey, wie gesagt, ich bin da definitiv eingeschränkter als ihr alle. Das ist für mich aber vollkommen okay, weil ich innerhalb von meinem Spektrum immer wieder neue Sachen. Ich habe letztens eine kanadische Band entdeckt, Ancients heißen die mit 2E, also die Uralten mit 2E. Die haben erst 2 Alben raus, die sind glaube ich aus Kanada noch nie rausgekommen, aber die sind bei Spotify und die reißen die Hütte ab. Das ist eine Mischung aus Barrenness. Wem das was sagen? Ich habe auch bei Spotify schon echt viel so. Da gibt's geile Sachen teilweise. Echt viele geile Mischung aus Baroness, Mastodon und Opeth. Und als ich das gehört habe, und Tool ein bisschen, als ich das gehört habe, dachte ich, what the fuck? Ja. So, verstehst du warum? Wow, ne? Und sowas finde ich geil. Das ist trotzdem innerhalb von meinem Spektrum. Ich bewege mich da nicht raus, weil ich will mich da überhaupt nicht rausbewegen. Und dann nehme ich das gerne an. Was auch damit einhergeht, ist, dass so, ich sag mal, eher unbekannte Bands einfach auch noch motivierter sind und noch mal ganz anders an Sachen gehen. Das merkst du einfach auch live. Also ich tausche ein 300-Leute-Konzert immer gegen das große, gefüllte Stadion von irgendeiner Monsterband. Weil das, die erstens geben dir auf der Bühne mehr Gas, zweitens ist es der intimere Rahmen. Also eines der besten Konzerte, die ich je gesehen habe, ist von einer Band aus Boston, State Radio heißen die. Ich glaube, so Reggae-mäßig ist schon eher Dispatch bekannt, das ist der gleiche Sänger, der hat sein Nebenprojekt aus State Radio, hat mittlerweile auch ein paar Alben aus, sind auch richtig geil. The General von Dispatch, guter Song. Wisst du? Mein Lieblingssong von Dispatch. So, und eben, ey, dann hol dir State Radio an, weil das ist nämlich Dispatch und Rock.
Die so machen man nur sich. Rock. Richtig geilen Rock. Und die waren in Köln im Gloria, was halt echt klein ist. Ist halt ein ehemaliges Kino eigentlich. Ne? Und es war ein Monster-Power-Konzert. Die haben da Gas gegeben, was du halt auch von der Platte kaum so erwartest. Und wenn ich das mal vergleiche, mein schlechtestes Konzert war tatsächlich Metallica auf Schalke. Das war stinklangweilig. Die haben da gestanden, die haben sich keinen Millimeter bewegt. Die haben das natürlich so gut gespielt, dass es original wie von CD klang. Ja? Aber das war außer halt... Lars Ulrich. Die haben halt wirklich einfach da gestanden, nichts gemacht, nicht mit dem Publikum geredet, super ihre Songs runtergespielt auf Schalke. Die hatten riesen Videoleinwände, wo nichts anderes als so Bildschirmschoner-Kram gelaufen ist. Ja? Die Seifenblasen. Und du denkst halt so, die ersten 15 Minuten denkst du, geil, Metallica. Und nach 20 Minuten denkst du, so, wo gucke ich jetzt hin? Und dann fängst du an, die Leute auf den Rängen anzuschauen. So, weil die total einfach schade, wenn er das so verliert. Wir müssen jetzt hier aber auch gleich mal abbrechen. Wir werden auf jeden Fall Musikteil da muss. Das kann ich aber nicht als letztes stehen lassen. Doch, zack, aus. Nee. Mach den Cut. Mach den ich Cut, weiß, ich weiß wann das war. Das musste, es war ich muss sagen, Metallica ist Outro. Das war nach der St. Anger-Veröffentlichung. Das muss 2004 oder sowas gewesen sein. Ich habe Metallica 6-7 Mal live gesehen und vor allem zuletzt geben die wirklich wieder richtig Gas. Und hatten die da vielleicht einen scheiß Tag, aber es war das schlechteste Konzert, was ich. Das kann sein, vor allem. Nein, Eminem war noch schlechter. Wir wissen vor allem, dass die St. Anger-Zeit von Metallica eine ganz düstere war. Und ich sag's dann raus, St. Anger ist ein scheiß Album. Aber vor allem zuletzt in den letzten Jahren, als ich Metallica gesehen habe, muss ich ganz kurz einfach sagen, von meiner Erfahrung her geben die ordentlich Gas wieder und die sind inzwischen auch was älter. Ich mag auch Hardware to Self-Destruct an alle da draußen, die das scheiße finden. Was war das? Metallica habe ich als sehr, sehr kraftvoll erlebt, aber ganz kurz dazu, ich habe mal Lamb of God gesehen. Wieso ist, wenn ich was erzähle, wird da immer direkt drauf eingegangen? Ja, weil du immer ganz kurz sagst und das ist nie kurz. Ja, ganz kurz, ich habe Lamb of God mal vor 400 Leuten gesehen. Und wer Lamb of God kennt, weiß, dass die ordentlich Power bringen und das war richtig geil. Zu deinem Punkt dazu, dass du sagst, kleineres Publikum ist intensiver. Das ist definitiv wahr und das habe ich bei Lamb of God erlebt. Ja. Okay, den nächsten Musikteil 2, vielleicht ist einer von uns dann weg. Und ja, wir holen den Sepp. Wir müssen den Sepp, wir lieben dich. Ja, wir haben dich lieb, Sepp. So, das war sehr, sehr ergiebiger als ich dachte. Das ist jetzt bestimmt doppelt so lang als normal. Ihr könnt uns ja gerne mal verraten, was ihr so für miese Musik hört, was ihr von unserem Musikgeschmack haltet. Was war euer geilstes, was euer schlechtestes Konzert? Und ansonsten, ja, Dankeschön, das war's. Sehr gerne. Ja. So, Endcut-Zeit. Ihr könnt euch hier noch die letzte Folge Sprechstunde angucken. Das war Virus-Thema mit den geilsten Klassenfahrten. Der Mike guckt ganz komisch und da ist noch irgendein anderes Video, was ihr euch anklicken könnt. Hoffentlich ist der Mike nicht dabei und nicht komisch.